Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde chinesischer Aktien. Das Verteidigungsministerium der USA hat in Zusammenarbeit mit dem bekanntesten und beliebtesten und fähigsten Präsidenten, US-Präsidenten aller Zeiten, jedenfalls wenn es nach seinem Selbstbild geht, beschlossen, weitere chinesische Aktien aus dem Handel auszuschließen. Das heißt, US-Bürger und US-Institutionen dürfen künftig dann nicht mehr diese Aktien halten. Und in dieser Liste ist unter anderem Xiaomi dabei. Deshalb Xiaomi an der Börse in Hongkong 10% Kursverlust. Jetzt fragt sich natürlich das Börsenvolk, Aktie kaufen, ja oder nein. Meine Meinung dazu habe ich mir nämlich auch jetzt angeguckt in diesem Video. Mein Name Thorsten Tiet, hier geht es ums langfristige Investieren, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Gucken wir mal, ob die 10% Rabatt von einem Tag auf den anderen attraktiv sind. Ich habe ja mit China schon so einiges zu tun in der letzten Zeit. Ich habe auch schon zwei China-Aktien gekauft dieses Jahr, die ebenfalls auf der Bannliste stehen. Habe auch bereits ein Video dazu gemacht. Wir haben auch hier auf dem Aktienfinder-Blog einen sehr ausführlichen Artikel zu investieren in China, den wir auch immer wieder anpassen. In Gegebenheiten kann ich dir nur empfehlen, genauso wie mein letztes China-Aktien-Video. Dann würde ich sagen, sollen wir anfangen mit der Analyse? Ja, Xiaomi, egal ob es eine chinesische Aktie ist, egal ob sie gebannt ist oder nicht, wenn du in eine Aktie investieren möchtest, schau dir zuerst das Geschäftsmodell an, das Unternehmen, und nur wenn du von dem Unternehmen überzeugt bist, dann investiere dein Geld da rein. Gucken wir mal, wie Xiaomi sein Geld verdient. Und da hätten wir drei Segmente. Ihr wisst es schon, Smartphones macht 60% der Umsätze zum Geschäftsjahr 2019 jedenfalls. Wird sich aber nicht so groß geändert haben. Internet of Things, schlaue, mit Elektronengehirnen ausgestattete Kühlschränke, Smartwatches, Tretroller. Ach, alles Mögliche, Glühbirnen, das werden wir gleich sehen, wenn ihr es mir nicht glaubt. Ich habe sie aufgemacht. Hier seht ihr das Produktportfolio von Xiaomi und hier könnt ihr mal lesen, was die da alles so vertreiben. Auch Air Cleaner, hier sind die Glühbirnen, Smart TV und ja, alles Mögliche eben. Und das macht ungefähr 30% der Umsätze aus oder machte es im Jahr 2019. Das ist hier und dann haben wir hier noch was. Internet Services, irgendwelche Apps oder irgendwelche Subscriptions, um bei den Apps, also sie versuchen ein Ökosystem bereitzustellen, das auf ihrer Hardware läuft, Smartphones und diese Internet of Things. Und dann möchten sie damit auch Geld verdienen, so ähnlich wie es Apple tut. Xiaomi wird ja auch als das Apple von China bezeichnet. Smartphones und Internet of Services, die Hardware, die wird in den Markt gedrückt, um die Anzahl der Benutzer, die Xiaomi-Ökosystem nutzen, zu erhöhen. Deshalb ein sehr margenschwaches Geschäft hier. Internet Services margenstark dagegen. Es ist also wichtig, dass Internet Services relativ stark wächst. Es wächst hier auch, wie du sehen kannst. In den letzten Quartalen allerdings ist das Wachstum etwas zurückgegangen, sogar etwas stärker zurückgegangen. Also war jetzt nur noch bei ungefähr 8% momentan. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Auch wichtig zu wissen ist, zurück zu unserem China-Artikel. Und zwar habe ich hier, so reduzierst du dein China-Risiko, ein bisschen was als Empfehlung aufgeschrieben, ein paar Punkte, die man beachten kann. Gehen wir die mal kurz durch. Du musst gar nichts, ich habe, es gibt nur meine Meinung wieder. Es wäre nicht schlecht, wenn du in China investieren möchtest, vielleicht nicht die ADR nimmst, das heißt eine Aktie, die in den USA ihr Erstlisting hat, sondern eine Aktie, die in einer der drei China-Börsen notiert ist. Ist es bei Xiaomi der Fall? Schauen wir kurz nach. Da gibt es dann hier die Entity Structure und dann siehst du hier die unterschiedlichen Aktien, mit denen du dich am Unternehmenserfolg von Xiaomi beteiligen kannst. Und da hätten wir hier Hongkong, die Börse Hongkong ist zwar eine Cayman-Insel hier aufgrund des Firmenkonstrukts, aber das Erstlisting ist in Hongkong. Wir haben eine ADR, aber die ist unsponsored, das heißt, da ist Xiaomi gar nicht offiziell involviert, Verhältnis 5 zu 0. Auf die würdest du im Zweifelsfall eh nicht kaufen können bei deinem Neo-Broker.
Also wäre eh die hier drin und die ist in Hongkong notiert, also Haken dran, das ist schon mal erfüllt. Eine hohe Marktkapitalisierung, eine lange Börsenhistorie, das wäre beides hilfreich. Hier geht es, Hintergedanke von mir ist, um einfach das Risiko zu minimieren, dass wir eine Fake-Nummer haben. Lange Börsenhistorie hatte beispielsweise Luckin Coffee nicht und viele kleine China-Unternehmen. Ich verweise mal auf The China Hustle, so hieß es, glaube ich, diese Doku, die auch auf Netflix läuft, wo kleine chinesische Klitschen, Bergbaukonzernen, Papier, Fabrik, Produzenten oder sowas, sich quasi eine Börsennotierung in den USA beschafft haben und das Einzige, was glänzte, war der Firmenprospekt. Wenn du eine sehr hohe, und das waren also wirklich sehr kleine Firmen, und das war, wenn du eine Firma hast mit einer Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden, zig Milliarden Dollar oder Euro, dann ist es schon eher unwahrscheinlich, beziehungsweise wahrscheinlich, dass sowas auffällt. Und da haben wir eine Marktkapitalisierung von 85 Milliarden Euro. Haken dran. Ein niedriges Konfliktpotenzial mit der kommunistischen Partei. Da haben wir zum Beispiel bei den chinesischen Telekommunikationsunternehmen es relativ einfach gehabt. Wenigstens bei China Mobile war das so. Die haben nämlich zu ungefähr 70% der chinesischen Regierung gehört, beziehungsweise im chinesischen Staat. Wo es da genau der Unterschied ist, weiß ich gerade selber nicht. Jedenfalls ist dann ziemlich klar, wenn ein Großteil des Unternehmens schon der kommunistischen Partei beziehungsweise dem chinesischen Staat gehört, dann wird es da wohl wenig Konfliktpotenzial geben, weil was gesagt wird, wird getan. Es ist ja ein und dasselbe. Also derjenige, der es sagt, ist ja quasi dann auch der Anteilseigner. Bei Xiaomi, dieses Unternehmen, da habe ich jetzt keine Staatsbeteiligung direkt finden können. Und zwar haben wir hier die Ownership Summary und da sehe ich nichts von Government drin. Es ist, vielleicht soll ich es auch mal kurz erklären, natürlich immer so, dass in China die Regierung Einfluss hat auf das Unternehmen, auch wenn es nach außen hin ein rein privatwirtschaftliches Unternehmen ist. Am Ende aller Tage, das haben wir ja bei Alibaba gesehen, sitzt die chinesische Regierung am längeren Hebel. Das weiß natürlich auch die USA, das wissen auch andere Staaten. Und um jetzt noch mal kurz auszuholen, die USA haben halt kein so gutes Gefühl, wenn jetzt zum Beispiel US-Bürger mit einem Xiaomi-Handy durch die Gegend rennen und Xiaomi die Bewegungsdaten einsammelt, die Passwörter abgreift und die Dokumente abgreift und dann derjenige beispielsweise in einer US-Behörde arbeitet und in einem wichtigen US-Unternehmen und dann quasi eher eine Art unwissender Trojaner ist und dann das Unternehmen ausgespäht oder sogar sabotiert werden sollte. Das ist so der Grundgedanke, der eventuell auch ein bisschen paranoid ist und von Rassismus getrieben oder was weiß ich, was man bei Trump alles erwarten darf. Aber er ist prinzipiell nicht ganz von der Hand zu weisen. Und dann geht das lustige Spielchen noch weiter. Dann kommen eben diese Unternehmen, teilweise sogar Xiaomi jetzt nicht, aber andere Unternehmen wie Alibaba, über US-Börsen zu Geld, weil sie da dann eben ihr Erstlisting beantragen, dann den IPO machen, nachträglich Kapitalerhöhung machen und dann kommen sozusagen die US-Investoren, schieben den Chinesen, schieben dem Staatsfeind noch Geld in den Rachen, damit er sie quasi ausspähen kann und die innere Sicherheit bedrohen. Also das ist ungefähr so das Narrativ in den USA und von der US-Regierung. So, möglichst viel Umsatz in China und wenig Umsatz in den USA. Da ist der Gedankengang ganz einfach. Je abhängiger das Unternehmen ist von Umsätzen in den USA oder auch in der, von der westlichen Welt, wo die eher noch auf der Linie der USA sind, umso schlechter wird es, wenn es beispielsweise einen Verkaufsstopp gibt dieser Produkte in den USA. Gucken wir uns mal kurz an, wie viel Umsatz Xiaomi in den USA denn so macht, das wäre dann hier zu sehen, 56% in China, ist also relativ viel, das ist gut. Germany aber, also wir, schon 8,9%, das sind übrigens geschätzte Daten mit dem Sternchen hinten dran, dann Indien, das Vereinigte Königreich, also an und andere westliche Länder, USA aber unter ferner liefen, etwas beruhigend. Können wir also im Prinzip auch schon so ein halbes Häkchen wenigstens dran machen. In Summe, also hier relativ
gut, würde ich mal so sagen. Also es ist doch kein Showstopper, dass man nicht auf jeden Fall die Hände von dem Unternehmen lassen sollte. Ich sag's mal so. Gehen wir mal weiter mit der fundamentalen Bewertung jetzt vielleicht. Beziehungsweise hier im Qualitätscheck haben wir jetzt die Umsätze. Das ist immer wichtig. Und wir haben schon gesagt, dass Margen geopfert werden für Umsatzwachstum. Das sieht man dann auch hier. Die Margen sind relativ niedrig, momentan bei 3,6% und irgendwann sollen auf 5, 5,5 und dann da verharren. Es gibt auch Aussagen vom CEO bzw. von Xiaomi, die ich sagen, glaube ich, sinngemäß bei 5% oder irgendwo um die Ecke, also im einstelligen Bereich, deckeln sie die Bruttomarge ihrer Hardware, weil sie eben ihre Strategie so sehen, die Hardware rauszuhauen und die Benutzerbasis zu vergrößern und dann ihre Internet-Services abverkaufen zu können, die eben margenstark sind. Ob das klappt, müssen wir mal schauen. Hatte ich ja gewisse Zweifel geweckt oder wenigstens mal gucken, ob es kommt, weiß ich noch nicht genau. Dann haben wir hier die Kapitalerhöhung 2018, das war der offizielle Börsengang, wurde verwendet, um Schulden abzubauen. Keine schlechte Sache. Gut, dann kriege ich, würde ich sagen, gehen wir mal in die Bewertung rein. Und bei der Bewertung, da haben wir jetzt unterschiedliche Größen. Vielleicht erstmal gucken. Hier haben wir den Kursverlauf. Also am Anfang war Xiaomi keine Erfolgsgeschichte. Nach dem IPO ging es erstmal abwärts mit dem Börsenkurs, wie du hier sehen kannst. Um ungefähr 40%. Ist natürlich nicht so erfreulich gewesen. Aber dann jetzt später haben wir eine schöne Entwicklung gehabt. War dann mehr als Kursverdopplung, sogar Verdreifachung. Kein Tesla, kein Pennbacker, aber eine schöne Entwicklung. Und ich weiß auch, dass Xiaomi sehr beliebt ist hier unter den jungen Aktionären insbesondere. Ja, und jetzt eben ein bisschen wieder rückläufige Kurse. Wenn wir hier mal gucken, wie wir die Aktie bewerten wollen mit ihrer niedrigen, kurzläufigen Historie, dann haben wir Gewinn, bereinigten Gewinn, operativen Cashflow, bereinigte Gewinn verläuft hier am stabilsten, deshalb nehmen wir den. Gucken wir einfach mal, was der faire Wert bereinigt denn so anzeigt bei uns. Und wichtig ist, wir haben momentan ein KGV von 48 auf dem bereinigten Gewinn. Wir hatten noch im Jahr 2019 21 nur gehabt, also der hat sich mehr als verdoppelt. Und das weist schon darauf hin, dass die Aktie momentan doch sehr sportlich bewertet ist. Auch jetzt noch, nachdem hier die paar Prozent, diese 10% der Aktien, die 10% Kursverluste geschehen sind, ist die Aktie beileibe noch kein Schnäppchen. Wenn wir jetzt hier die Analysten, wenn wir jetzt die Analysten zu Rate ziehen, die den bereinigten Gewinn geschätzt haben für das laufende Geschäftsjahr, dann hätten wir jetzt hier einen fairen Wert basierend auf dem durchschnittlichen bereinigten Gewinn von 35. Da ist dann auch dieses Jahr dabei. Da war das KGV bereinigte nochmal wieder etwas höher und natürlich auch dieses Jahr dabei. Dann hätten wir einen fairen Wert von 31 Hongkong-Dollar, was einer Rendite entsprechen würde von 7,3% aufs Jahr. Was meiner Meinung nach zu niedrig ist angesichts des hohen Risikos, das wir haben, weil wir jetzt nicht wissen, wie es bei Xiaomi weitergeht. Wir haben gesehen, dass bei Huawei die Sanktionen ganz schön ins Kontor gehauen haben. Huawei musste sich jetzt letztendlich auch trennen vom Smartphone-Geschäft. Die haben jedenfalls eine Brand im Smartphone-Bereich verkauft, weil sie auch Schwierigkeiten hatten, die Chips zu bekommen, die sie für den Hardwarebau des Smartphones brauchten, die ja auch nicht mehr ihr Android-System, ihr Betriebssystem mit Google-produzierter Software und so weiter bestücken konnten, wie mit Google Maps, was ja den Abverkauf in westlichen Ländern massiv geschädigt hat, falls es überhaupt noch verkauft werden durfte. Und insofern ist es nicht ganz ohne. Also man sagt, politische Börsen haben kurze Beine, aber die können ganz schön austreten und wehtun. Und 7,3% wäre mir zu wenig. Ich habe die weiteren Prognosen ausgeblendet. Hier gibt es ja noch weitere Prognosen und die sind relativ positiv. Da hätten wir dann höhere Renditeerwartungen. Aber ich mache da mal erstmal mein Fragezeichen dran, ob das auch wirklich so kommt. Da ist mir die Glaskugel schon etwas zu undurchsichtig. Deshalb möchte ich mal in der
näheren Zukunft dann stoppen und nur aufs laufende Geschäftsjahr gucken. Und auch hier das durchschnittliche KGV von 35 ist ja auch nicht gerade günstig. Es war hier schon höher und dann hat der Markt ja irgendwann gemeint, es ist doch zu viel und dann hat man die Kursverluste von an die 40%. Und erst jetzt, unter anderem auch wegen der Schwäche von Huawei in deren Bresche quasi Xiaomi springen konnte, um da eben dann jetzt die Smartphones abzuverkaufen, kam es dann halt auch zu einer anderen Bewertung, zu einer höheren Bewertung. Und also für mich nicht attraktiv, momentan die Aktie für knapp 30 Hongkong-Dollar mir ins Depot zu legen. Das ist jetzt auch schon das Fazit. Ich lasse die Hände von Xiaomi, ich stehe an der Seitenlinie, guck mir das Ganze mal an, was passiert, wenn es neue Fakten gibt, wenn die Aktienkurse sich nochmal massiv verändern, dann mag es sein, dass ich dann später nochmal irgendwann anders denke. Aber momentan heißt es für mich, Füße stillhalten, Ball flach halten, an der Seitenlinie bleiben und vom sicheren Hafen aus gucken, was passiert. Gut, schreib mir mal in die Kommentare rein, was ich denn alles so vergessen habe, was deiner Meinung nach noch so wichtig ist, was man noch unbedingt wissen muss, kann ich dann im nächsten Video berücksichtigen. Und ansonsten, wie gesagt, guck dir mal den China-Artikel hier an. Der ist, denke ich, relativ sinnvoll. Den werde ich auch noch mal nach und nach weiter ausbauen. Und dann bis zum nächsten Video. Alles Gute. Danke fürs Zuschauen. Ciao.